Ich befinde mich hier im Login der Galerie Nix St. Stephan, wo derzeit meine Installation zu sehen ist, die Geschichte der Psyche. Das ist eine Installation, die sich auf den Namen eines Möbels bezieht, auf die Psyche. Das ist ein Möbel, das nicht fehlen darf in dem Schlafzimmer der Eltern. Da haben wir das Möbel gesehen. Dieses Möbel heißt Psyche und dient als Schminktisch für die Mutter, also für die Frau. Dieses Möbel hatte eine enorme Karriere hingelegt bis in die 40er, 50er, 60er Jahre. Der Höhepunkt wahrscheinlich in den 50er Jahren. Es kommt ungefähr 60 Mal in Szenen, in berühmten Szenen des Film Noir vor, wo es dazu dient, die Frau zu zeigen in einem kosmetisch-narzisstischen Verhältnis zu sich selber. Sie betrachtet sich im Spiegel und in dem Moment geht die Tür auf hinter ihr und ein Mensch kommt bei der Tür herein und sie sieht ihn im Spiegel und das ist eben der Mann. Also da gibt es eine ganze Geschichte der Verwicklung des Blickes in ein erotisches Spiel, das mit dieser Psyche, diesem Möbel Psyche zu tun hat. Nun ist meine Installation eine Reaktion auf diese Geschichte und ich versuche, diese Beziehung aufzubrechen, indem ich eine neue Spiegelung einführe und den Spiegel eigentlich nochmal als ganz wichtiges psychotechnisches Instrument zeige, einen besonderen Akzent gebe dem Spiegel und diese Installation so angelegt habe, dass eben nicht diese Triangulation des Blickes in der bekannten Form stattfindet, sondern eine neue Blickbeziehung aufgemacht wird. Gesehen wird nämlich im Spiegel eine Skulptur, ein Idol, was schon verweist auf die Fähigkeit des Spiegels, also ein nichträumliches Bild von räumlichen Dingen zu geben. Das heißt, der Spiegel ist ein anderer Raum, ein Raum, der die Körperlichkeit abzieht. Also es gibt keinen Körper im Spiegel, es ist ein illusionärer Körper, ein illusionärer Raum, der zu sehen ist. Also am Spiegel selber sozusagen scheiden sich die Welten, also interessanterweise nicht zwischen sichtbar und unsichtbar, sondern zwischen sichtbar körperlich und sichtbar körperlich, aber virtuell. Und das ist so ein interessantes Blickverhältnis, das muss man eigentlich nochmal mit neuen Mitteln untersuchen, das habe ich jetzt hier gemacht. Und in meiner Installation sieht man 11-mal dieses Idol. Das kommt aus einer Schicht der Psyche, also sie erinnert sich, die Psyche erinnert sich andauernd an irgendwelche Vorfälle in ihrer eigenen Vor- und Frühgeschichte. Das kennt die Psychologie allzu gut, dieses Tun. Und hier ist es ein Idol, an das erinnert wird, indem es 11-mal in diesen Spiegeln erscheint. Und es führt eine Erweiterung sozusagen dieser weiblichen Seele, die sich dann in diesem Psych zu beschaffen hätte, das war ja die Geschichte des Möbels, auf eine andere Weise, als es also der männliche Blick getan hätte. Es ist nämlich so, dass diese Vorlage, die der Spiegel gibt, der Seele, dass sie erinnert an eine Erweiterung, die sie in sich trägt, die wird in diesem Fall über das Idol geleistet, das von diesen Spiegeln mehrfach mannigfaltig zurückgeworfen wird. Was jetzt die Skulptur angeht, das Idol, so habe ich mich mit dieser Skulptur bezogen auf die Skulpturen, die man gefunden hat in der Ägäis. Da sind die zwischen dem Jahr 2000 und 1000 vor Christus in rauen Mengen hergestellt worden, nämlich die sogenannten Kykladen-Idole, die eine abstrakte Skulpturauffassung wahrnehmbar machen, die außerordentlich einflussreich für die moderne Kunst waren. Die moderne Kunst hat sich begeistert für diese Skulpturen, also vor allen Dingen Brancusi hatte gesammelt und sein Skulpturenverständnis als eine Fortführung der ästhetischen Leistung der Kykladenmeister verstanden oder sein Verständnis darauf aufgebaut, auf diesen Vorfall in der Geschichte der Kunst.
Ich finde das sehr interessant, diese kleinen Mädchen, die sehr, sehr abstrahiert sind mit verschränkten Armen. Meistens fehlt die Darstellung der Augen. Die Nase gibt es ab und zu mal, aber meistens kein Mund. Also es ist so ein Körperkürzel. Es ist ein plastisches Körperkürzel und es ist weiblich. Und das hat mir genügt, jetzt als Idol in dieser Form zu erscheinen, in der Installation Geschichte der Psyche. Das heißt, es erscheint ein plastisches Kürzel des Weiblichen, das dann seiner Plastizität benommen im Spiegel erscheint. Das ist so ein Spiel zwischen den Medien und der Kunst natürlich auch. Und es ist auch eine Idee damit verbunden, dass ich dieses Kykladen-Idol aufgenommen habe, als Skulptur interpretiert. Ich habe die erste solche Skulptur in Holz gemacht, im bemalten Lindenholz. Und hier steht aber ein Abguss der bemalten Lindenholzfigur. Und das ist auch wichtig, weil der Kunststoffabguss dieser Lindenholzskulptur, die sich bezieht auf die Kykladenfigurinen, zeigt nochmal so etwas wie eine Geschichte der Abbildungsverhältnisse, also was wird eigentlich von dem Original in die Gegenwart transportiert und was wird eigentlich von einem Original der Psyche auch in die Gegenwart transportiert oder was wird von einem Original der Göttin eigentlich in die Gegenwart transportiert. Also da gibt es auch so ein metabolisches System dahinter, also das Original der Kykladenfiguren, die hölzerne Reinterpretation und dann nochmal den Abguss davon.